Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute Geburtstag, also heute ist der 19. April. Wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon später, aber ich habe heute Geburtstag und ich habe gerade mit meiner Familie zusammen meine Geschenke ausgepackt. Und ich dachte mir, ich zeige euch heute mal, was ich so bekommen habe. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie angeben will oder keine Ahnung was. Es liegt einfach daran, dass ich mir dachte, vielleicht erzählt es euch, was ich so als Minimalistin und als Person, die eigentlich Geschenke immer sehr fürchtet, bekommt, weil bei mir ist es wirklich so, dass ich manchmal echt Probleme damit habe, wenn Leute mir was schenken. Ich hatte in der Vergangenheit nämlich schon mit meinen Eltern große Probleme, was Geschenke angeht, da ich immer mich sehr aufgeregt habe, wenn ich was bekommen habe, was ich mir nicht gewünscht habe. Jetzt bin ich wahrscheinlich die Einzige, die so denkt, weil viele denken, hey, freut dich auf, was du bekommen hast und man muss diese Gelegenheit nutzen, so viel wie möglich zu bekommen. Das ist ja eigentlich so die gesellschaftliche Ansicht der Dinge, denke ich mal. Aber bei mir ist halt wirklich so, dass ich nur das eigentlich haben möchte, was ich mir wünsche. Und alles andere, das belastet mich irgendwie, weil, ja, gerade so als Minimalistin hat man ja das Ziel, nur das zu haben, was man wirklich braucht und wirklich möchte. Und deswegen erzähl mal, was ich bekommen habe als Minimalistin. Also mal sehen, was ich hier so neben mir habe. Das werdet ihr heute sehen. Dazu muss ich sagen, ich habe nicht nur das bekommen, was ich mir gewünscht habe, da ich mir nur eine Sache gewünscht habe. Und diese erste Sache werde ich jetzt gleich zeigen. Oder soll ich die Sache, die ich mir gewünscht habe, am Ende zeigen? Ja, okay. Also die erste Sache ist ein richtig cooles Geschenk. Und ich habe es mir nicht gewünscht, aber das war auch nicht schlimm, weil es halt nichts Materielles war. Und zwar meine Mutter hat letztens darüber geredet, dass sie eine Bekannte hat, die eine Freundin hat, die Graphologin ist, und zwar bedeutet das, dass man Handschriften analysiert und anhand der Handschrift merken kann, wie die Person drauf ist, was ihr Lebensziel ist, wie ihre Charaktereigenschaften sind. Und ich fand das richtig cool. Ich meinte so, hey, ich will das auch machen, ich möchte auch wissen, was ich für eine Handschrift habe, aber ich bin darauf jetzt nicht näher eingegangen oder so. Und dann hat meine Mutter oder haben meine Eltern meine Handschrift zu einer Graphologin geschickt und meine Handschrift auswerten lassen als Geburtstagsgeschenk. Und ich habe das auch bekommen, und zwar steht auf dem Zettel mein Charakter drauf. Eigentlich darf man das anscheinend nicht machen, oder ist es anscheinend nicht so sicher, wenn das gemacht wird, ohne dass die Person, die es geschrieben hat, damit einverstanden ist. Aber meine Eltern meinten, sie wollen es trotzdem machen, weil es auch eine Überraschung sein soll. Und deswegen steht hier drauf, was ich bin sozusagen. Aber ja, es ist halt nicht 100% sicher, ob das alles stimmt, weil ich noch im Wachstum bin und meine Handschrift verändert sich noch. Aber trotzdem fand ich das richtig cool. Ich habe mich richtig darüber gefreut, weil ich war so, ist euer Ernst, habt ihr das wirklich gemacht? Weil ich war damit gar nicht vorbereitet. Und noch dazu haben mir meine Eltern ein Buch geschenkt über die Graphologie. Also wie ich jetzt quasi selbst lernen kann, Handschriften auszuwerten. Und es war ein echt tolles Geschenk. Ich habe mich darüber gefreut. Die zweite Sache ist, dass ich mit meiner Familie eigentlich immer am Geburtstag in einen Escape Room gehe. Das ist ein Raum, in dem man eingesperrt wird. Das ist halt so ein Spiel. Da wirst du eingesperrt in einen Raum und dann musst du versuchen, dich zu befreien. In Form von Rätseln, du musst Schlösser aufknacken, du musst ja Rätsel einfach lösen. Und da wir das jetzt ja nicht machen konnten, weil wir gerade in Quarantäne sind, habe ich von meinem Onkel etwas anderes bekommen. Und zwar habe ich quasi Escape Room für zu Hause bekommen. Das sind nämlich drei Spiele, die man sogar während des Spiels kaputt macht. Das heißt, man kann die auch nur einmal benutzen. Also es ist quasi wie ein Escape Room, wo man einfach auch ein Rätsel lösen muss. Und ich habe drei davon bekommen. Anfänger, Mittel und Schwer. Ja, also ich war auch gar nicht darauf vorbereitet, aber es war auch irgendwie voll süß, wenn man das darüber denkt, dass wir eigentlich immer diese Tradition hatten, in den Escape Room zu gehen. Deswegen, ja, auch sehr cool. Machen wir weiter mit dieser schönen Kerze. Die ich bekomme von meiner Mutter für meine Meditation. Also das soll so eine ja, Form von Räucherstäbchen, glaube ich, ersetzen. Mit Himbeere. Ich liebe Himbeere. Himbeere ist mein Lieblingsgeschmack. Deswegen, ja, es kommt auf mein Spiritualität Meditationsregal. Eine Kerze. Dann habe ich noch Essen bekommen. Also ich habe ja, Schokolade, Gummibärchen, Nüsse und Kekse bekommen. Natürlich alles in vegan. Legen wir jetzt mal hier hin. Und jetzt kommen wir zur Sache, die mir meine beste Freundin geschenkt hat. Denn ja, meine beste Freundin war hier und es war sehr unexpected. Also ich war so am Frühstückstisch und sie ruft mich so an: Emmy, komm mal raus. Weil das Ding ist ja, dass wir gerade in Quarantäne sind und eigentlich auch nicht treffen dürfen. Deswegen stand sie dann 5 Meter Abstand vor meinem Zaun und ich war so, das ist ernsthaft hierher gefahren. Also es war richtig süß. Sie hat mir ein Geschenk gegeben, und zwar hat sie mir einen Kuchen gebacken und dann noch dieses Buch hier geschenkt. Ja, fand ich echt cool, weil ich habe mir das Buch schon wirklich länger gewünscht und hat sie sich gemerkt und es mir gekauft. Hat es mir quasi vor meine Tür gestellt, vor den Zaun. Es war auch eine richtig coole Idee von ihr.
Und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich mir wirklich gewünscht habe. Das ist auch die größte Sache. Ach ja, ich habe auch eine Karte von ihr bekommen. Genau. Ja, die Sache, die ich mir gewünscht habe, ist hier drin. Und zwar war das eine Bücherbestellung. Ja, ich habe mir ganz viele Bücher gewünscht. Beziehungsweise es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, es sind 8 Bücher. Und ich werde sie euch jetzt mal kurz zeigen. So, das erste Buch ist dieses hier, Du bist der Hammer. Hör endlich auf, an deiner Großartigkeit zu zweifeln und beginne ein fantastisches Leben. Dieses Buch wurde mir jetzt wirklich schon öfter empfohlen. Und jetzt dachte ich mir, ich muss es einfach lesen, weil wenn alle sagen, es ist so gut. Okay, eigentlich ist es jetzt auch nicht so, wie sagt man das, überzeugend. Doch, eigentlich schon. Also ja, ich habe dieses Buch, sollte ich unbedingt haben. Dann haben wir Denke nach und werde reich. Ich glaube auch, dass es ein Klassiker ist, den viele Leute schon gelesen haben oder lesen. Und deswegen wollte ich es auch mal haben. Und ja, werde das auch bald lesen. Zudem habe ich ein Buch, was ich auch schon eine längere Zeit begehrt habe. Wie artikuliere ich mich heute? Nein, ein Buch, das ich eine längere Zeit gesehen habe und öfters mal kaufen wollte, aber es irgendwie nie gemacht habe. Und zwar ist es Der wunde Punkt, die Kunst, nicht unglücklich zu sein. Es geht da auch, ja, um Glück, um Freude und um seelische Problemzonen. Also, es sieht schon ein bisschen älter aus. Es sind, by the way, Secondhand-Bücher, weil ich es irgendwie besser finde, wenn man die Bücher Secondhand kauft, beziehungsweise wenn man sie gelesen hat, wieder verkauft oder verschenkt und so weiter, damit man ein Buch nicht nur einmal benutzt. Und ja, gerade als Person, die auch nachhaltig leben möchte und minimalistisch und so weiter, dachte ich mir, ich mache lieber eine Secondhand-Bestellung. Habe ich, by the way, bei WeBuy gemacht. Das ist eine Webseite, bei der man ja zum Beispiel gebrauchte Bücher kaufen kann und wieder verkaufen kann. Also ja, nicht gesponsert, aber WeBuy ist eine coole Anlaufstelle, falls ihr Secondhand Bücher kaufen wollt, die auch ein bisschen günstiger sind dann natürlich. Die 5 Phasen erfolgreichen Verhandelns. Ich weiß, ich fand das irgendwie auch interessant. Ja, deswegen, das habe ich dann auch gekauft. Oder gewünscht. Dann habe ich dieses Buch Fisch, ein ungewöhnliches Motivationsbuch. Ich glaube, es geht auch so um Erfolg und Motivation. Genau. Und das nächste Buch geht ein bisschen um Karriere. Und zwar heißt das Buch 11 Management-Sünden, die Sie vermeiden sollten. Wie Führungskräfte sich um Karriere, Verstand, Ehe, Partner und Spaß bringen. Ja. Wie Leistung sich nicht nur lohnt, sondern auch Spaß macht. Dann habe ich das Buch Make the Fake. Warum Erfolg die Täuschung braucht. Wir kennen ja alle diesen Spruch, fake it till you make it. Ich denke, so darum geht es so ein bisschen. Also bin ich auch ganz gespannt, dieses Buch zu lesen. Und dann habe ich noch Wir sind das Kapital, Aufbruch in eine intelligente Ökonomie. Ja, ihr merkt, ich interessiere mich sehr für Wirtschaft und Unternehmerschaft und keine Ahnung was. Aber das ist halt auch wirklich so die Richtung, in die ich später mal gehen möchte mit Unternehmen und so weiter. Deswegen habe ich mir einige Bücher bestellt, die ich ganz interessant fand. Und das letzte Buch ist Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Es geht um Selbstliebe, um Selbstakzeptanz, um ja, ich habe es noch nicht gelesen, also keine Ahnung, aber ich kann annehmen, dass es um Selbstliebe geht. So, das waren jetzt die Sachen, die ich mir gewünscht habe. Hier liegen die Sachen, die ich dann auch noch bekommen habe. Also ich bin sehr dankbar für das, was ich bekommen habe. Und ich muss sagen, meine Familie hat einen guten Job gemacht und wirklich Sachen gekauft und gemacht, die ich sehr cool finde. Also sie kennen mich, glaube ich, mal sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wann ihr Geburtstag habt. Würde mich echt interessieren. Hat jemand noch am 19. April Geburtstag? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir. Und ja, bleibt gesund und fröhlich. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.